Heute an. Gut. Kommt schon was ausgegangen. Zurück zum Spiel. Du gingst zum Spiegel. Bei dem Spiegel. So. Du hast einsam in den Spiegel geschaut und da ist es passiert. Ein lautes Geräusch. Du warst dir sicher, dass deine Mutter um Hilfe ruft. Du bist nach draußen. Du bist nach draußen. Alter, geh durch die scheiß Tür. Ja, gut, es... Vor der Schlafzimmertür deiner Eltern standen zwei Einbrecher. Du musstest sie aufhalten, damit sie ihnen nichts antun. Und da musstest du deine Blasterkräfte benutzen. Als Blaster fingst du an zu überhitzen, als das Feuer in deinem Bauch aufloderte. Du zögertest nicht, den Schurken die Hölle heiß zu machen. Den Bösen hast du frittiert. Jawohl. Als die Flammen sich legten, begriffen die Schurken den Ernst der Lage. Scheiße, der kleine Feuerteufel macht ernst! Kinder sollen nicht mit Feuer spielen. Die Einbrecher kamen auf dich zu. Du lässt uns keine Wahl. Du schlugst die immer näher rückenden Eindringlinge zurück. Aber das ließen sie sich nicht so einfach gefallen. Hey, du kannst uns nicht so rumschubsen. Sie ahnten nicht, wie nah sie ihrem Ende waren. So eine Reichweite! Klar! Anders als er down. Kamerad fiel, näherte sich der extra hässliche. Abgekühlt, du kleiner Feuerteufel? Ja, dem haben wir es gezeigt. Du warst schwer verletzt, aber die Schläge des Eindringlings entfachten nur das Feuer in dir. Du hast deinen ultimativen Angriff entfesselt. Und genau. So hast du sie besiegt. Alles schien in Ordnung, aber dann kamst du zur Tür deiner Eltern. Was du dann sahst, veränderte dein Leben und brachte dich dazu, Verbrechen zu bekämpfen. Du kamst zu spät, denn hinter dieser Tür sahst du deinen Dad, deine Mom vögeln. Wow, was für eine Vorgeschichte. Du bekämpfst Verbrechen, weil du den Anblick nicht vergessen kannst. Wie dein Vater, der Mann, dem du vertraut hast, deine Mom fickt. Und das ist das große Trauma deines Lebens. Okay, jetzt bist du bereit für deine erste Mission. Ich will, dass du in die Stadt gehst und so viele Kunstagram-Follower sammelst, wie du kannst. Nur so kann unser Franchise überleben. Sammle auf Kunstagram so viele Follower wie möglich. Vielleicht darfst du dann mitspielen. Nix los. Oh, ein Selfie. Davon habe ich mal gehört. Wuhu!
Wunderbar. Wir sehen uns dann im Internet. Da kann man craften. Das ist mein Inventar. Missionsgegenstand. Artefakte. Löse 20 Rätsel und sammle 4. Okay. Ja. Kostüme. Niemals! Ich mach doch kein Selfie mit einem Niemand wie dir! Naja, du hast den Rand des bekannten Universums erreicht. Dahinter liegen die Grenzen von Raum und Zeit. Alter, damit meine ich, dreh um! Hausfrauenarbeit nimmt kein Ende. Wenn du Zeit zum Schrubben hast, dann kannst du auch Mane schrubben, bis deine Hände wund sind und bluten. Ja, danke. Meine schöne Arbeit. Schau mal nach. Nix. Schrott. Gesperrt. Ah, mies.
Bibel. Da, ne? Kann man noch was? Okay, dann wieder runter. Sagt er, wenn ich nicht was zum. Oh, hallo. Ich hoffe, du kannst dich besser aus Schwierigkeiten raushalten als mein Sohn Bathas. Okay, alles. Passiert auch nichts. Ich will aber nicht Superhelden spielen. Ich mach doch kein Bild mit jemandem, der so wenige Follower hat. Ich krieg den Briefkasten nicht auf. Hey, du hast ihn aufgekriegt. Du hast's echt drauf, kleiner Superheld. Ein Selfie? Klar, leg los. Wuhu! Okay, cool. Okay, schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Okay, schätze, du bist beliebt genug für ein Selfie. Wuhu! Jetzt sind wir wohl Freunde. Was ist das? Ah ja, okay, alles klar. Ist das nicht unser Haus? Ah, da war ich noch nicht. Da war ich schon. Bad. Oh, der König ist wieder da. Das sind genug gemeinsame Freunde für ein Selfie. Wuhu! Nicht übel, Wunderarsch. Du sammelst schnell Follower. Weiter so. Ein paar von den Kundfreunden erreiche ich nicht. Schau doch mal nach, was los ist. Pass auf, das sind Sechstklässler. Das sind die übelsten, bösartigsten Wesen, die es gibt. Ich hab doch keine Ahnung. Jeder weiß doch, dass Kiefers Mom die geilsten Titten hat. Alter, hör auf, ständig von den Möpsen meiner Mom zu reden. Zwing mich doch, Pickelfresse. Wollen wir ins Kino gehen? Vielleicht sind in Wonder Woman ein paar Titten. Kino ist lahm. Lasst uns ein paar Körbe werfen. Basketball ist doof, Mann. Hey, hey, ich hab's. Gehen wir Eichhörnchen quälen. Alter, wir haben schon gestern Eichhörnchen gequält. Wollt ihr vielleicht noch mehr von meinen coolen Tanzmoves sehen? Wer sagt denn, dass du coole Tanzmoves drauf hast?
Das hat deine Mom gesagt, bevor ich ihre Titten anfassen durfte. Schaut euch das mal an, ihr Luschen. Jetzt schau dir das an, Mann. Ja gut, ich geh weiter. Hab ich von Ascher, ihr Schlampen. Ihr Tampons könnt nicht mal... Okay. Auf den Beat tanzen. Haben wir noch irgendwas? Kann man nichts mehr? Okay. Erst trete ich dir in den Arsch und dann deinem dämlichen Frosch. Falsche haben kein Popo, nur eine Kloake. Ja, es gibt einen Kampf. Schauen wir mal. Können wir das nicht bereden? Halt's Maul, du Pussy. Ah, ja, das war super. Oh, es ist 72. Okay. Wow, voll ekelhaft. Bitte stirb nicht. Der Brutalo kriegt brutal ab. Euch zeige ich, was brutal ist. Tettenzwirbler! Das ist ja geil. Er hängt schon in den Seilen! Und... Let's go! Das Blatt wendet sich! Halt mal, Vierklässler! Euch Platz zu machen fällt unter Anti-Aggressionstherapie. Haha! Halt durch! Keine Gnade! Wow, du hast ihn wirklich besiegt und mich gerettet. Wow, gute Arbeit, Neuer. Das waren 6 Klässler. Weiter so. Du willst ein Selfie mit mir? Wuhu! Krass, wie du den 6-Klässler fertig gemacht hast. Vielleicht werde ich auch mal so stark. Oh Mann. Nix mehr da. So, dann nochmal. Jimmy hat wirklich... Nix. Technik. Das Bad, oder? Ja. Oh nein. Das. Thank you.
Okay. Kostüm. Ach ja. So. Das meine ich schon. Ich wette, diese Woche wird total unspannend. So. Gehen wir weiter. Zum Mamas Haus. Och Gott. Hängen aber viele Bilder. Nicht viele Nachrichten heute. Schätze, das wird eine ruhige Woche. Kann man nicht runter? Ein bisschen was gefunden. Okay, gut. Ja, mal. Luft. So. Ach du Scheiße. Die hängen ja so rum. Mit euch könnte ich den ganzen Tag gegen den Strom schwimmen. Oh Mann, echt nicht schon. Ich verweigere mich dem kapitalistischen Gesamtkonzept der sozialen Medien und deren Agenda. Ich bin nicht so der Typ für Selfies. Au! Was ist das hier, Sportunterricht? Hau ab! Schade. Nix mehr? Okay, gut. Von welchem Planeten kommst du denn, hm? Von der Erde. Juhu. Du näherst dich Supercracks Festung der Einsamkeit. Er meldet sich nicht. Hoffentlich geht's ihm gut. Sei gegrüßt, Bürger. Ich bin es. Super Craig. Es tut mir leid, aber ich kann im Moment niemandem bei Problemen behilflich sein. Super Craig kann sein Meerschweinchen nicht finden. Sag dem Kuhn, dass ich erst wieder spielen komme, wenn ich Stripe gefunden habe. Er ist kein normales Meerschweinchen. Er gehört mir und meinem Ex-Freund. Ganz richtig. Super Craig ist schwul. Ich wette, Stripe ist wieder unten im Keller. Fangen wir im Keller an. Da habe ich ihn zuletzt gesehen. Dann gehen wir mal in den Keller. Ich warte bei der Treppe, damit er nicht entkommen kann. Du erledigst den Rest. Sei vorsichtig, das könnte die schwierigste Mission sein, die du bisher hattest. Wow. Oh cool, die könnten hilfreich sein. Hey, da ist er, in der Lüftung, ganz oben. Nochmal! Oh, das war's! Folge dem Meerschweinchen! Mach dein Ding mit der Kiste! Wow, Scheiße! Dass du das gerade echt gemacht hast! Du bist gut! Schaff das Ding aus dem Weg! Schnell!
sonst kommt er erst wieder raus, wenn er Hunger hat. Wow, das sah ganz schön knifflig aus. Schalte seinen super empfindlichen Ja, brillante Rettungsdrive. Auch dank Wunderarsch und seinem mega krassen Arschloch. Du hast es geschafft. Wenn du Hilfe brauchst, kannst du auf Super Craig zählen. Sehr schön. Jetzt gehen wir schnell hinterhin. Huge. Psst, Neuer! Hey, bist du einer von Craigs Freunden? Suchst du nach Craig? Ich bin Kunstsammler, spezialisiert auf eine moderne und verstörende asiatische Kunstform namens Yaoi. Verrückt, oder? Aber gewisse Käufer zahlen Unmengen dafür. Falls du was findest, bring es mir. Ich belohne dich reichlich. Bring mir alle neuen Werke, die du findest. Aha, okay. Schon die nächste Aufgabe. Ah, ja. So, ein bisschen was gefunden. Dem Satz immer. Huge. Muss ich ein Fuckboys draußen bleiben Schild an meine Tür hängen? Nee, sammel noch mehr Yaoi für meinen Dad, dann überlege ich's mir. Oha. No likes. Come on. Oh, ja. Gut. Gehen wir da wieder auf.